So, und damit sind wir auch wieder zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, Tag 113 nach der Horde. Insofern müssen wir noch ein bisschen looten. Die drei Beutel, die noch übergeblieben sind, ich denke mal, die anderen sind kaputt gegangen, als die Polizisten sich weggesprengt haben. Aber sei es drum, ist halt so, ist halt Pech. Okay. Ach, jetzt sind wir ja noch komplett voll mit Munition, das ist natürlich auch doof. Ja, okay, nützt nichts. Das können wir eh nicht nutzen. Das können wir auch nicht wirklich. Also, ja, okay. Dann müllen wir uns mal gerade aus, beziehungsweise packen wir die Munition weg. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht, habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass wir noch ein bisschen Platz brauchen. Ja, ansonsten haben wir insofern die Horde ganz gut überstanden. Ne? Sie haben ein bisschen viel kaputt gemacht. Das konnte man vielleicht gerade schon ein bisschen erahnen. Ich werde das aber gleich nochmal zeigen. Die haben natürlich primär die ganzen Dingenskirchen weggehauen. Die ganzen die Electric Fences. Aber gut, das war letztendlich zu erwarten. Also das wusste ich insofern schon. Weil man das ja schon gesehen hatte bei der Konstruktion. Das wäre ja auch anders gedacht. Normalerweise sollten die Electric Fences ja auch hinter Hedges verborgen sein. Aber das hat leider ja nicht so wirklich gut funktioniert. Insofern, schade. Aber sei es drum. So. Erstmal das alles weg. Wir nehmen erst zwei Stacks 762er mit. Die packen wir nämlich hier rein. So, das packen wir da rein. Und die ersten fünf Slots sind sowieso gesaved. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sind das die. So, dann packen wir den anderen Kram auch mal gerade weg. Zack. Einmal Essen fertig. Das kommt da rein. Einmal Medikits fertig. Zack. Einmal Knochen. Knochen müssen wir auch nochmal. Guck mal, was wir hier alles an Knochen haben. Da können wir nochmal Klebe herstellen. Auch nicht zu knapp. Warte mal, lass mich gerade mal aufs Dach gehen. Können eigentlich mal ein bisschen Klebe herstellen. Die Magnum kann auch erstmal weg. Würde ich sagen, weil die Magnum, die kann man immer ganz gut so für einzelne Zombies nehmen. Aber dafür haben wir eigentlich momentan auch die Armbrust. Das sollte eigentlich auch passen. Einmal. Achso, okay. So, das heißt, unter Waffen packen wir erstmal nochmal die Pistolette und die Wumme. Die können wir mal reparieren. So. Ich weiß auch gar nicht, warum die hier drin ist. Die gehört ganz woanders rein. Die gehört eigentlich unter die Teile. Zack. Und dann trinken fertig. Da können wir sonst mal ein bisschen noch ein bisschen Klebe herstellen, wie gesagt. Gucken. So, Klebe. Da habe ich auch keine Blöcke. Die habe ich da drüben wieder hingepackt, ne? Das weg. Rein. So, das da rein. Kleber. Da können wir maximal 76 herstellen. Brauchen wir 10 Minuten für. So, ein mehr. Zack. So. Knochen haben wir nicht wirklich viel verbraucht tatsächlich. Aber ist auch in Ordnung. Dann brauchen wir nämlich davon. Kriegen wir jetzt maximal 3, ne? Rezepte, Reparaturkits, 3. Zack. Dann nehmen wir wenigstens mal 3 wieder mit. Ein bisschen Holz packen wir in die Baukiste. Die nehmen wir mit. Teile, Werkzeuge. Die können wir wieder mitnehmen. Dann nehmen wir die Axt wieder mit. Da haben wir eine Axt. Die könnten wir insofern auch mittlerweile besser bauen. Ich weiß gar nicht, warum wir noch mit der 3 herumrennen. Obwohl, weil wir dafür ja Stahl brauchen. Ja, das ist natürlich ein dummer Gedanke. Ich bin am überlegen, ob wir uns noch ein bisschen Ölschiefer holen. Aber das Ding ist, wir haben jetzt, ist eigentlich schon relativ spät. Das können wir uns eigentlich schon wieder klemmen. Ich würde mal sehen, dass wir vielleicht noch ein bisschen an Geld kommen. Dass wir vielleicht uns noch mal ein paar Mods kaufen können hier für die Drohne. Dass wir die auch mal einsetzen können. Das würde Sinn machen. Frage ist nur, ob wir dann
Okay. Was haben wir hier noch im Gange? Da sind noch ein paar Spikes drin. Oh, guck mal, hier haben wir auch die ordentlich massig. Sehr schön. Dann packen wir das erstmal weg. Das packen wir alles erstmal weg. Dann haben wir erstmal die Bolzen auf Lager. Sehr schön. Haben wir sogar noch ein paar in Reserve. Gut. Das ist mal zu. Ah ne, warte mal, nicht zu. Wir müssen ja nochmal kurz rüber. Scheiße. Scheiße. Wir müssen ja doch nochmal rüber. Wir müssen ja nochmal den Restloot holen, wenn der nicht schon weggespawnt ist. Warte mal. Eine Sache muss ich noch gerade kurz gucken. Brennender Schaftmod. Hatten wir davon nicht auch noch eine? Da können wir die noch gleich noch brennend machen hier. Fällt mir mal gerade so auf, wo wir die gerade den Knüppel in der Hand haben. So. Vorsichtig. So, dann nehmen wir alles mit. Perfekt. Ja gut, also hier sieht man es natürlich, ne? Da haben sie, da sind ja immer drei auf einer Höhe. 1, 2, 3. Hier haben sie 1, 2, 3 kaputt gemacht. Da haben sie 2 kaputt gemacht. Hier haben sie alle weg. Da haben sie alle weg. Aber ich denke mal, das kam eben halt überwiegend durch die Polizisten. Na, hätten die sich, ich glaube, es haben sich insgesamt 3 oder so, mindestens 3 Polizisten in die Luft gesprengt. Insofern war es klar, dass dann da nicht viel passiert. Und die mir die ganzen Fenster nachher kaputt hauen, das war natürlich ein bisschen doof. Aber was willst du machen? Wie ich schon sagte, hinter den Klappen funktioniert das ja leider nicht, weil die Distanz einfach zu hoch ist. Das ist natürlich schade. Und man könnte natürlich jetzt noch probieren, die Electric Fences vielleicht einen Block nach hinten zu setzen, wenn das von der Distanz her funktioniert. Aber dann ist der, ja, dann ist der Schaden trotzdem da. Ich denke mal, die werden die Dinger trotzdem weghauen. Man könnte höchstens noch versuchen, dass man an den Seiten von den Electric Fences, dass man da vielleicht, ja gut, man könnte den Trichter nach vorne zubauen, ne? Das könnte man natürlich machen, dass man, also dann doch da, wo wir die Trichter weggehauen haben, dass wir den Trichter neben den Electric Fences noch runterziehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Dass wir es noch ein bisschen massiver bauen. So. Crafting. Zack, das können wir zerlegen. Das kann damit rein. Das gehört in die Crafting-Kiste. Wobei, ja gut. Packen wir damit rein, trinken fertig, damit rein, essen fertig, damit rein, Messing hier mit rein. Oh, wir haben aber etliches noch am Messing. Müssen wir langsam mal einschmelzen, den ganzen Schmodder. Okay, gut, haben wir. Okay. 6,40, dann machen wir den gerade noch. Dann packen wir da nochmal Eisen rein. Da ist nochmal Zement drin. Da ist nochmal Zement drin. Also langsam mal hier wieder ein bisschen zu Potte kommen. So, dann machen wir da nochmal 60 Minuten rein. So, 60 Minuten. Zack. Zack, zack. Zack. Moment, auf geht's. So. So, 60 Minuten. Zack, zack, zack. Moment, auf geht's. Steine, zack, zack, zack. Und zack, Steine, zack. So, wie viel Beton können wir? 1900, also fast 2000, machen wir wieder 1000. So, und auch hier das Maximum, 916. So, dann packen wir nochmal Sand weg. Stein weg. So, guck mal, so geht natürlich dann auch ordentlich Zeit flöten. Dann produzieren wir hier gleich noch ein bisschen. Sehr gut, so soll es sein. Ja, ich glaube, wir können los, oder? Repair Kits. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal ins zerstörte Biom. Machen da sonst noch Quests. Oh, hier sind wir ja schon fertig. Krass. Das ist ja krass, Mann. D
Das ist ja krass, Mann. Aber ich würde ganz gerne das Bike nochmal reparieren zwischendurch. So, wie schaut's aus? 100-100, sehr gut. Dann gucken wir mal. Das fahren wir ein bisschen durch zerstörte Biom. Händler Joel, da wollen wir eigentlich hin. Da müssen wir ganz hinten in 1,8 Kilometer. Dann machen wir sonst wieder mal so eine kleine Nachttour. Oder was heißt Nachttour? Aber dass wir über Nacht mal wieder da bleiben. Wir hatten ja schräg gegenüber vom Händler hatten wir ja sowieso eine, ich will nicht sagen, eine Safe Base. Das jetzt nicht. Das können wir eigentlich auch nochmal machen. Eine Safe Base. Hatte ich ja sowieso mal versprochen, dass wir sowas nochmal bauen. Oder eine Feral Base. Aber eine Feral Base wird, glaube ich, ein bisschen knapp. Müssen wir mal sehen. Aber dass wir zumindest da so eine kleine Loot Base haben, nenne ich sie jetzt einfach mal. Dass wir da zumindest über Nacht mal ein bisschen sicher sind. So, gondeln wir mal eben rüber. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir einen Schmelztiegel noch kriegen. Also ein Schmelztiegel muss auf jeden Fall noch drin sein. In dieser Staffel, das nutzt alles nichts. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich in meiner letzten 7 Days to Die Folge eben genau das finde. Den letzten Artikel. Oh, warte mal, ich will kurz das ausprobieren. Voll in die Fresse. Scheiße, daneben. Na. Na, zwei Schüsse brauchen wir schon. Okay. Also ich wäre gerne Zombie, ganz ehrlich. Ich wäre gerne Zombie, weil du brauchst nichts machen den ganzen Tag, brauchst du ein bisschen essen, ein bisschen durch die Gegend. Laufen kann man ja fast nicht sagen, durch die Gegend kriechen. Ja. Das ist noch verhältnismäßig entspannt. Oh! Und ich würde sagen, wir haben eine neue Mission. Eine kurzfristige neue Mission. Ja, genau. Gerade geantwortet. So, perfekt. Dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir einen Schmelztiegel geliefert. Wer weiß das schon. Wer weiß das schon? Den Schatz können wir eigentlich auch nochmal heben. Hatte ich jetzt allerdings keine Schaufel mit und kein Bohrer. Das hätte ja doch durchaus mal Sinn gemacht. Naja, aber läuft ja nicht weg. So. Da komm mal runter, mein Kleiner. Du darfst auch gerne stehen bleiben. Flat, 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 flat. Tada! So, was hast du denn? Okay. Ja, ist okay. Kann man machen. So, dann gucken wir mal, was da Schönes drin war. Natürlich, das nehmen wir mit. 3 Beete, okay. Die könnten wir eigentlich verkaufen. Ist da noch was Praktisches bei? So. Ja, okay. War in Ordnung. Hat mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen, aber passt schon. Ein Schmelztiegel wäre mir lieber gewesen, aber ich glaube, sowas findet man auch, glaube ich, in diesem Supply-Loot, glaube ich, gar nicht mehr. Was schade ist. Aber was willst du machen? Müssen wir halt mit leben. So, dann mal ein zerstörtes Biom. Da noch ein bisschen rumoxidieren. Ich will trotzdem noch mal... Ja, die Ambus ist schon nicht verkehrt, ne? Aber du brauchst trotzdem noch deine 3 Schuss. Bei ihm jetzt 4. Und der hat keine Pfeile. Oh, der hat keine Pfeile dabei. Ich bin wahnsinnig. Na gut, für sie brauchen wir jetzt 2. Also so, ja, so 2, 3 Schuss
zwei Schuss brauchen wir so für Standard-Zombies, brauchen wir schon unsere zwei Schuss. Obwohl wir da schon diese Sehne drin haben, ne? Also die eigentlich schon ordentlich Ballett machen sollte. Ja, aber wie gesagt, die Armbrust ist ja nun auch nicht für größere Horden oder für größere Zombies ausgelegt. Sondern eben halt vielleicht so ein bisschen zum Jagen und so ein bisschen, ne? Solche Geschichten halt. Oder halt für solche Geschichten. Und wenn man dann treffen würde. Scheiße. Fump. Oha, genau im Nacken. So. Für sowas ist es halt da. So, das packen wir weg, das packen wir weg, das 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 packen wir ein. So, wenn wir der Straße folgen, dann kommen wir direkt zu Trader Joel. Sehr gut, dann können wir gleich mal gucken, was er im Inventar hat. Na, Mutti, alles gut bei dir? Ja. Vielleicht hat er sogar einen Schmelztiegel, wer weiß es. Mittlerweile müssten wir ja eigentlich von unserem Loot-Stage eigentlich so hoch sein, dass wir... Genau. Guck mal, so stelle ich mir das vor. Mach schön Platz, Mignon. Der hat noch nicht mal gebellt. Der hat wirklich schön Platz gemacht. Aber ich habe ihn noch genau in die Fresse geschossen, von daher... So, wo waren wir denn? Waren wir hier? In der Butze hier links neben uns? Glaube ja, ne? Ich meine, wir... Nee, wir waren nicht da. Wir waren noch einen Schritt weiter. Oder waren wir auf... Da waren wir. Auf der, auf dem Dach. Auf dem waren wir, auf dem Dach. Aber ist ja nicht dramatisch. Sonst können wir da vielleicht mal wieder übernachten. Munition haben wir auf jeden Fall genug dabei. Offen. So. Ja, was kann sie mir heute geben? Das werden wir sehen. Es kommt darauf an, was du für Papi hast. Ein paar Bücher hast du natürlich. High Power. Ja, nee, das ist nicht so meins. High Power finde ich jetzt nicht so prall. Hast du eine 5er Knüppel? Brauchen wir nicht. Eine Machete 4er, haben wir eine 6er. Eine M60 4er, 17.000 Ocken, 3.000 haben wir, das ist überschaubar. Automatische Schrotflinte ist natürlich auch geil. Also sagen wir mal, wir bräuchten jetzt mal spontan, naja, ich würde mal sagen, 20, 30, 32.000 Dollar. Eine Robotikdrohne 3er, da haben wir eine 4er gekriegt, das ist, hast du, aber einen Schmelztiegel hast du nicht. Okay. Schade. Schade, 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 schade. Gut, dann gucken wir doch mal, was du für Aufgaben hast. Stufe 2 vergrabene Vorräte, beseitige Zombies. Machen wir den. Das ist immer sehr praktisch in der Nähe. Schnell verdientes Geld. Hoffe ich. Ja, Level 2er Questen zwar noch nicht so heftig, aber könnte ja heftig werden. Man weiß es ja mal nicht. In einer beschissenen Situation. Das ist, glaube ich, schon wieder das Gebäude, wo wir schon 30 Quests gespielt haben, glaube ich. Na komm. Kann man nicht so sein! Wow. So. Oh, du bist auch hinter dir. Sehr gut. Ah, so. Haben wir nochmal eine Rechnung auf mit euch ganzen Nasen hier. Na? Oh, jetzt aber. Auch noch ein paar XP. So, was haben wir denn hier? Ach Gott, das will hier schon wieder auf der. Ah, du grüne Neune, okay. Das könnte noch ein bisschen unlustig werden hier. Da, da. 2, 2, okay. Naja, 2 ist sowieso klar. Also 2 Level. Plus 2 Loot Stage. Gucken wir mal. Dann ist noch einer. Hier vorne ist noch einer. Noch schon mal angefrackt, den Heinz.
Auto. Ah, du gehörst aber noch nicht zur Crowd, oder? Der steckt aber auch nichts ein. Das ist... So, deswegen mag ich die Armbrust eben ganz gern. Hast du ja gesehen. Ja, zack, hast du gleich den ersten Zombie gleich weggemacht. Hä? Wo kommt das denn her? Hä? Ist da noch einer? Hier draußen? Ne. Ah, jetzt sind sie aufgewacht. Auch du bist weg. Auch du bist weg. Mir flattert noch irgendwas rum. Oh, das schmeiß ich mal weg. Honig nehme ich aber gerne mit. So, hier kommt noch die nächste Crowd. Ah, steht hier noch einer hinter? Nee. Da ist garantiert noch jemand drin. Kommen sie gleich raus, die Schweinepriester. Siehst du? Heilige Mutter, dass sie gerade in die Luft gegangen ist. Geil. So, ich verpiesel mich mal gerade mal so ein bisschen. Na komm. Oh, da ist noch ein Polizist. Ah, mit dir hatte ich noch eine Rechnung offen mit deinen Kameraden da. So, wo seid ihr denn nun? Wo seid ihr? Komm. Jetzt brennt da drin alles, weißt du? Ja, du hast es hinter dir. Wo sind die anderen Nasenbären? Ach, da ist noch einer. Okay. Da ist einer. Da brennt einer vor sich hin. Noch wieder einer weniger. Ja, da kommt jetzt richtig die Crowd raus, aber irgendwie wollen sie irgendwie nicht. Und ein paar sind da, aber... Ja, das war's auch tatsächlich auch schon. Ich dachte, hier kommen noch mal richtig viele Zombies raus, aber irgendwie... War das noch ein verhältnismäßig entspannt? Aber hier ist irgendwo noch. Kampfmusik habe ich die ganze Zeit. Das macht mich ein bisschen nervös. Es ist schon wieder 19 Uhr, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, wie die Zeit hier schon wieder läuft. Oh, ein M... Jawoll. Jawoll. Ein 6er M60. Jawoll. Geiles Ding. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 6er M60. Jawoll, ja. Sehr cool. So, nehmen wir den anderen Krams mit. Hier ist doch garantiert auch noch irgendwas oder wer drin, ne? Sehr geil.
Sehr, sehr gut. So, das können wir gleich mal auseinandernehmen. Das könnte ich mal nochmal herstellen. Und das schmeiße ich mal weg. Die Schuhe weiß ich gar nicht. Schlagabwehr-Mod. Hatte ich da irgendwas schon was auf den Schuhen drauf? Hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Reparieren, tragen, verändern. Da kann ich mich die Dinger raufhauen. So. Bisschen cool haben wir dabei. Das können wir noch benutzen. M60, wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Ein 6er M60. Kriegst du mal ebenso. Geilo fucking Mart. So, müssen wir kurz ein bisschen beeilen, weil ich muss nämlich nochmal zum Händler. Und dann müssen wir uns dann ja schon mal wieder so ein bisschen verzugen hier auf der Ebene. Geilo Mato. Schön lecker M60. Ich extra noch geguckt. Ah, wir brauchen so $32.000. Zack, M60 gefunden. So soll er sein. So stelle ich mir das vor. Das hätte ja fast nicht besser laufen können. Ja, das ist aber das, was ich sage, ne? Gehst du einmal ins zerstörte Biom. Ist zwar ein bisschen unangenehm hier, muss man auch ganz klar sagen. So ein bisschen zum Rumlaufen ist unangenehm. Aber hier findest du auch mit Abstand den geilsten Loot. Und vor allem, wenn du dann sowieso, so wie wir jetzt, schon eine relativ hohe Loot-Stage hast. Und dann kriegst du eben ja noch diesen Level 2-Loot. Hier kriegst du ja auch nochmal den besten Loot. Dann hast du natürlich Geburtstag, ne? Dann geht's richtig ab. Das ist natürlich super. Sehr geil. Freue mich wirklich drüber. Ja, vor allem ist es ja auch mal ordentlich, wie viel ist das Ding wert? Wo haben wir es denn da? 2880. Das ist natürlich eine Frechheit, ne? Wir können das gerade mal für 2,8 verkaufen und müssten aber, was weiß ich, 17.000 ausgeben, um eins zu kaufen. Und dabei ist es ja nicht mal ein Sechser. Was hatte er? Was hatte er für ein? Oh, Stahl. Bauplan, ergonomischer Griff. Doppelläufige Schrot. Ja, Stahl ist natürlich geil, ne? Aber ich glaube, ich nehme nach wie vor Fertigungsfertigkeitspaket. So, und dann nehmen wir noch eine neue Aufgabe. Und zwar sagen wir abholen, säubern. Die nehmen wir mit. So, was kostet bei ihm die M60? 17.856 für eine Vierer. Wir haben eine Sechser. So, und 12.000 brauchen wir jetzt für die automatische Schrotflinte, die Dreier. Vielleicht finden wir ja sogar noch eine automatische Schrotflinte. Das wäre natürlich der Superkauf. So, ich komme nächsten Tag wieder, ne? Wir machen jetzt mal die Quest. Also nächsten Tag. Wir könnten hier natürlich jetzt, na, mal gucken. Gucken gleich mal, was die auch für Werte hat. Ich bin auf der völlig falschen Seite. Wo ist dann mein Bike? Also mal gucken, welche Werte die M60 hat. Oh, wir müssen uns echt beeilen. So, wo hatten wir unser Gebäude? Das war da, glaube ich. Hatten wir uns hier einfach hochgebaut? Ich glaube, ja. Das packe ich hier mal lecker. War das hier? Ich glaube, das war hier gar nicht. Das war hier nämlich nicht. Gucken wir nochmal, was hier oben noch so rumwirbelt. Ah, hier ist zumindest Feuer, das ist schon mal gut. Und ob hier nochmal jemand rumwirbelt. Das ist auf jeden Fall ein Questgebäude, weil hier könnte man A runter und B ist hier natürlich ordentlich Feuer. Das sollte man eigentlich relativ sicher sein. Sage ich jetzt einfach mal. Wir haben auch vergessen, einen Schlafsack zu setzen. Das ist natürlich auch nicht so schlau. Aber das ist mal egal, dann warten wir erstmal hier oben. M60, wie geil. Wie geil. So, aber gucken wir erstmal hier rein.
So, was haben wir hier noch? Zweimal Forging können wir gebrauchen. Was ist denn das eigentlich mal? Electrical Traps nehmen wir auch mit. Schrotflinten-Geschützturm freigeschaltet. Sehr gut. Weil dieses andere Geschützturm, muss ich sagen, dieses MP-Geschützturm finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Da habe ich zumindest nicht so den Eindruck, als wenn die Geschütztürme viel Schaden machen. Deswegen, Schrotflinten-Geschützturm ist da schon wesentlich geiler. Aber da müssen wir natürlich dann auch sehen, dass wir ordentlich Munition herstellen können. So, Tactical Weapons. Taktisches Sturmgewehr freigeschaltet, Level 3. Das ist gut, aber soll uns momentan eigentlich auch nicht jucken. So, erstmal einmal Busch und Watt esse. Da noch ein bisschen Platz schaffen. Sehr gut. So, lass uns doch mal gucken. M60. So. Was haben wir hier für? Haben wir einen Fernkampfschaden von 65,4. Wirksame Reichweite 37. Hier haben wir 87,4. Das ist natürlich pervers. Pass mal auf, dann packen wir das mal gleich rum. Zack, zack. Verändern. Zack, zack und zack. Abschließen. Und dann nehme ich gleich das M60 rein. Oh, geil. 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 Jo, je schön. Brauchen wir natürlich auch ein bisschen zum Nachladen. Aber damit können wir so ein bisschen... jetzt brauchen wir dafür noch diese Trommelmagazin-Mod, glaube ich noch, ne? Ich glaube, ich hatte das mal gesagt. Am besten Trommelmagazin-Mod und dann eben noch die M60. Ein Slot haben wir ja noch. Ein Trommelmagazin-Mod und dann können wir richtig ran. Können wir richtig rangehen. Ja. Das sieht doch schon mal lecker aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann könnten wir nämlich dann auch mit der MG vielleicht auch mal in ein größeres POI mal reingehen. Dass wir da mal so ein schön... Naja, eine Folge wird es wahrscheinlich. Wenn wir so ein fettes, großes POI machen, wie die Jong Tower und wie die alle heißen, da brauchen wir garantiert mehrere Folgen für, um sowas zu machen. Da hätte ich aber mal Bock drauf. Wahrscheinlich wird das meinen Tod bedeuten, aber das werden wir dann sehen. Gut. Dann würde ich oben auf dem Dach erstmal ein bisschen ausharren. Machen wir am nächsten Tag nochmal so ein, zwei Missionen. Vielleicht kriegen wir ja auch noch einen Schmelztiegel. Mit einem Schmelztiegel, dann werden wir eigentlich so gut wie durch. Hätten wir einen Schmelztiegel, könnten wir Stahl herstellen. Mit Stahl können wir alles andere herstellen, was wir noch herstellen können, sollen, müssen, wollen. Also da kommen wir der Sache schon sehr, sehr viel näher. Aber mit der M60 hier, das ist schon sehr, sehr geil. Gleich vor allem eine 6er M60. Meine Fresse, wie geil. Sehr schön, ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die an Tag 114 wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.